Hi! Und auch heute eine Legung für dich, und zwar an dem heutigen Portaltag. Heute haben wir die Energie in der Fülle. Ich habe wirklich reingefühlt, aber Fülle ist nicht nur das Materielle oder das Irdische, sondern Fülle ist auch eine Schwingung. Ja, also genau wie Liebe eine Schwingung ist und wie Neid eine Schwingung ist, wie Dankbarkeit eine Schwingung ist. Alles ist mit der Schwingung messbar. Und also bevor wir natürlich hier mit der Legung für heute beginnen, schwinge dich jetzt auf den heutigen Legung ein. So, wir haben uns in der Schwingung der Liebe eingeschwungen und wir schauen jetzt, was diese Fülle dir sagen will. Das ist ja auch eine Schwingung und ja, ist auch super da. Also da kannst du schon mal für dich auch schauen, ne? Wo kannst du noch mehr Fülle in dein Leben gebrauchen? Wo kannst du die Fülle in dein Leben ziehen? Also ich sehe hier, wie gesagt, wie du siehst, also das Potenzial, das hier ein Potenzial mit deinem Herzensmenschen hat. Also entweder hast du hier zwei Herzensmenschen oder aber es kann auch symbolisieren, dass du wirklich das Potenzial dieses Mannes komplett erkannt hast, ja? Also in allen Dingen. Also ich sehe hier auch auf jeden Fall, wie du siehst, sehe ich hier, dass er in der Stärke, in der Kraft kommt. Er beobachtet hier alles und also arbeitet an bestimmten Dingen. Also da ist eine Grundnervosität da. Also den Schlüssel zu finden, möchte er nochmal in diese Situation. Er schaut die Situation aber auch an und viele Dinge kommen aus dem Vorleben und sind auch wirklich karmische Natur, aber es geht wirklich heute in der Tiefe der Gefühle und es geht Richtung Romantik mit euch zwei. Oh, ich muss euch was erzählen, bis ich die Karten auslege. Ja, also mich haben auch wirklich einige angeschrieben und das fand ich jetzt wirklich, ja, das ist jetzt am Wochenende passiert, ne? Also da sind einige Fans, schau mal, die natürlich ja, in den Kanälen mich viele natürlich auch folgen. Und ja, dass ich halt wohl jemand habe, der also ziemlich viele Dinge so ähnlich macht wie ich, ja. Und dann habe ich auch gesagt, ja, natürlich, da musst du mir das nicht sagen, sondern sag denjenigen, ja, ich mache hier mein Ding, ich habe so meine eigenen Sachen. Ja, und dann, natürlich hat sie dann auch gesagt, die macht halt viele Dinge, aber wisst ihr, wie das ist mit dem Nachmachen. Also ich sag, wenn du erfolgreich bist, ja, dann hast du auch natürlich viele, die da auch natürlich an deinem Erfolg auch gerne was nehmen möchten oder daran teilhaben möchten. Und ja, das ist schon wirklich spannend ab oder dich halt so ein bisschen nachmachen oder nachahmen, ja, und andererseits sage ich mal, wo viel Licht da auch Schatten, also von da aus alles gut, mag alles im göttlichen Ordnung sich auflösen und gut ist es, ja, und sogar, da war sogar eine, die hat tatsächlich, die schreibt mir, die hat die Kommentare ausgemacht, die hat wirklich alles sogar in pink gestrichen, sogar die Steckdosen in pink gestrichen, ja, und Kommentare aus. Also ich sage, ja, wisst ihr was, gut, ich habe die pink Farbe, natürlich ist das jedem überlassen, ihr könnt ja alle eure Wohnung alles in pink streichen, aber ich kann auch hier den Hintergrund wechseln, wie ihr seht, da an meinem Taroskop-Kanal, dass ich da auch den Hintergrund wechseln kann. Also von da aus nichts ist von Beständigkeit. Also ich finde, ich habe eine tolle Persönlichkeit. Das gibt mir ganz viel momentan auch für mein Ego. Ja,
dass ich dann wohl, muss da halt so eine tolle Persönlichkeit sein, dass ich da wirklich so interessant bin. Ja, aber ich habe mich gefunden, ja. Also ich lebe meine Individualität. Also ich brauche keinen nachzumachen. Würde ich auch nicht. Das würde ich auch nicht. Mach mein eigenes Ding und gut ist, ja. Und ich finde sowieso immer wieder was Neues. Also ich mag diese 0815 nicht. Und wenn mich einer nachmacht, dann mache ich was anderes. So, da muss man ein bisschen früh aufstehen. Also, hier ist der Herzensmann. Ne, also wie gesagt, der Herzensmann heute. Und also es geht wirklich hier um die Fülle. Ne? Also Fülle an Gefühle. Ja, bringt er dir auch direkt hier die Rose mit. Vielleicht spürst du auch jetzt schon diese besondere Energie an dem heutigen Tag, also an dem Portaltag. Und oh, sogar drei Männer hier in diesem Kartenbild. Was ist das denn? Valeria wird schon in die Karte reingemischt. Wird aber auch eine signifikante Bedeutung haben. Also ich sehe hier dem, also wie du siehst, ich sehe hier dem, dass er da halt, wie gesagt, eine Rose für dich parat hat. Ne? Also da muss er aber wirklich eine Energie sehr präsent haben. Also er kommt hier in der Kraft, aber ist dann so ein bisschen nervös, beobachtet alles so ein bisschen verlegen, würde ich fast sagen. In seinem Unterbewusstsein sehe ich, dass der das erkannt hat, dass es Potenzial hat, dass sich da auch eine schnelle Entwicklung da ist. Wie gesagt, und natürlich auch die Ängste, was ihm auch immer wieder so unbewusst oder unterschwellig hochkommen, ne? Also meine Stimme, wie ihr hört, ist also ziemlich so beschlagen. Also je nachdem, ich hatte auch am Wochenende schon noch mit meinem Coaching zu tun, aber es legt sich jetzt mit dem Tag. Was sehe ich denn jetzt hier? Also bei deinem Herzensmenschen, der arbeitet dann Lösungen. Lösungsorientiert zu arbeiten ist wirklich super, denn da fragst du dich nicht danach, wie oder warum, sondern fragst du, wie kann ich dorthin kommen? Wie kann ich eine Entscheidung treffen? Wie kann ich diese karmische Dinge überwinden? Und ich sehe hier auf jeden Fall, dass das Ganze, also wie gesagt, ja, sehr romantische Natur ist. Also das kommt schon in ihm hoch, ja. Und das geht auch schon in der Tiefe. Also ich habe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er so ein Stück weit schlechtes Gewissen hat. Also das schlechte Gewissen bei dem, genau. Also es geht in der Tiefe, das ist im Verborgenen, er sehnt sich danach und, was sehe ich denn hier? Ja, also in der Vergangenheit gab es Verletzungen, guck mal, doppelte, boah, was eine Kartenblatt, ne? Schau mal hier, der doppelte Schlüssel, also er suchte doppelte Lösung und das macht ihm richtig nervös, doppelt nervös, was ist das? Also, dass es hier eine Heilung kommt, also wie ihr seht, ja, die Valeria ist originell, ja, das gibt es nicht zweimal. Also, er sucht wirklich nach Lösung, nach Heilung und er ist wirklich, der hat hier auch irgendwie einen schlauen Plan, wie der vorgehen wird. Also wie gesagt, es geht auch darum, hier, also erst in erster Linie sich selber treu zu bleiben. Das ist ja das A und O, das sage ich immer. Bleib dir selber treu, also dann ist auch dein Erfolg deiner und nicht von jemand anderen. Und dann lass diese Maske fallen, sei du selbst. Und also wie gesagt, es geht auch um Universum. Der Universum führt ihn dann auch zu Liebe, wenn er sich selber treu bleibt und diese Maske also endlich mal wirklich ablegt. Und was sehe ich denn hier generell? Ich sehe hier die Aufbruchstimmung. Die Aufbruchstimmung symbolisiert auch wirklich die Nachrichten, die Briefe und ja, es werden sich dann, also man tauscht sich dann auch aus und ich sehe jetzt hier auch diese tiefe Erkenntnis hier, ne? Also was du für ihn auch bedeutest, das geht auch in der tiefe Seelenliebe. Und ich sehe hier auch, dass es also wirklich
im Ankommen ist. Das Ganze hat ein Potenzial. Und also eine komplette Neuausrichtung mit Wunscherfüllung. Aber da ist eine große Aufgabe, was überwinden werden sollte. Wir schauen jetzt mal, was müsste sich hier überwunden werden? Was ist diese riesige Schwierigkeit hier? Also wirklich das Aufbruchstimmung und das Glück, dass man sich wirklich rafft und ja sagt, so, ich gehe jetzt los. Das ist so zum Beispiel, du verschiebst immer irgendetwas, du verschiebst, es verschiebst, es verschiebst. Und ja, und dann sagst du, Mensch, ich muss doch mal endlich, ne? Ich muss doch mal endlich irgendwie, ne? Mal, ja, dieses, meinen ganzen Mut zusammennehmen und also endlich hier, wie gesagt, etwas beginnen. Also dieses Auftrieb muss er dann aufbringen. Die Maske ablegen und dir entgegenkommen. Was ist dann so verlegen? Was beobachtet er? Ah, da ist eine Schlange. Entweder ist da noch bestehende Partnerschaft oder sind da irgendwelche Verstrickungen, was ihm, Verstrickungen können auch im Äußeren auch viele Schwierigkeiten sein. Was macht ihn denn nervös? Der Neuanfang, die Kinder, vielleicht die Kinder machen ihn auch nervös. Wo ist hier die Verletzung? Ja, das ist dann vielleicht auch im sinnlichen Bereich oder vielleicht hat er eine Enttäuschung in eine Liebesbeziehung erlebt, ne? Könnte dann auch sein. Hier also der Weg noch ab mit dem, wirklich mit dem feste Partnerschaft, also was das für eine Vorteile hätte. Und ich sehe hier, also die Nervosität ist, also wie gesagt, Nervosität ist hier, wie gesagt, ist die seine Blockade, ne? Weil wenn du an etwas denkst, das blockiert dich dann. Aber ja, das Ganze stammt aus dem Vorleben. Jetzt gucken wir mal deinen Herzensmenschen an. Und da kommt sogar das dritte Bild. Also er kommt nochmal auf sich selber zu. Also entweder hast du da jetzt zwei. Oder ich weiß es nicht. Was ist das denn? Guck dir das mal an. Also Zeit. Also in Öffentlichkeit, also braucht noch so etwas Zeit in der Öffentlichkeit. Er verbietet sich das, aber ich sehe hier schon eine Tendenz, also mit schlechtem Gewissen. Also ist unterwegs zu dir jetzt. Lass uns doch mal mit dem Tarot klären. Wir fragen einfach die Tarot. Wir hätten gerne hier dazu eine Antwort, ja? Oh, das ist aber ein Ding, ja? Also es könnte auch sein, dass er wirklich Verletzungen hat, ja, wirklich. Und das bedauerte noch hier die Kelche, aber es geht wirklich in ein ruhiger Gewässer, denn der ist wirklich hier leidenschaftlich und geht nach vorne. Da kommt die Mäßigkeit, also die Engel unterstützen ihn dabei. Also dieses Aufgewühlte kann der hinter sich lassen und Aste, Stäbe, das kann nach vorne gehen und ja, es wird ihm etwas zugetragen, was auch wirklich positiv ist. Ich habe hier dieses schöne Kärtchen, die selbstgemachte, heute auch mal mitgebracht. So einfach mal ein Impuls hier, dass ich das jetzt mal so eine Anregung, ja. So, was er für dich zu sagen hatte. Muss dich gar nicht anfassen, fallen mir schon die Karten raus. Guck mal, was er dir zu sagen hat. Ich freue mich auf dich, sagt er dir. So, was sagt er dir denn noch? Ich komme wieder. Ich brauche noch eine Chance. Du sagst, ich werde umkehren und wir beginnen neu. Das sagt er dir. Ich sende dir ein Zeichen, also achte heute auf Zeichen. Bitte hör mir zu. Miteinander sind wir stark. Boah, was eine Botschaft. Ist das nicht mega? So wirklich mega geil, oder? Ja, also ich hoffe, du konntest das annehmen. Und wenn du auch wirklich, was willst du in deinem Leben manifestieren? Welche Fülle soll in dein Leben kommen? Dann kannst du heute auch an Portaltag, Portal Energiekreis dran nehmen. Denn ich zelebriere dieses Ritual. Natürlich gibt es jetzt kein Video dazu, denn ich werde meine Geheimnisse nicht für dich alles verraten.
Aber du kannst ja natürlich zwei Dinge, habe ich hochgeladen, öffentlich. Schau dir unbedingt die Auflösung Schwarze Magie an. Das ist eine der Methoden. Da habe ich auch einiges auf dem Lager. Das stelle ich aber so für den Kollektiv hier zur Verfügung. Und da habe ich nochmal durchtrennen diese energetische Bänder, die, also wo Leute von dir Energie abzapfen. Also ob in Liebesdingen oder anderen Dingen, hat keiner was in dein Energiesystem verloren. Punkt aus, Mickey Maus. So, also schau mal hier, der Herzensmann. Ja, die unterste Karte ist Heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie ein Schatz und Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben, ja. So, also gute Aussichten, wenn du wirklich an dem Portaltag dabei sein willst, dann sicherst du dir einen Platz. Ich habe nur 7 Teilnehmer, denn ich nutze wirklich diese magische Kraft der 7. Gerade bei den Ritualen ist das mega. Also das hat eine Energie, ist Wahnsinn. Und manchmal gut sind, manchmal sind nicht 7. Ne? Dann kann auch sein, dass ich da mal jemanden aus dem Coaching-Programm einlade. Aber diese 7, das bündelt so richtig die Kraft. Sei auch dabei. Ich freue mich auf jeden Fall. Fotos bekommst du davon, je nachdem. Ja, also ich schreibe dann auf, was dein Wunsch, das schicke ich dir dann, dass ich das zelebriere, dass du das auch weißt. Ich freue mich auf dich und natürlich freue ich mich auch auf deinen Kommentar, auf dein Abo, auf dein Like und sage Dankeschön und bis bald.